Yo, willkommen zurück zu den Mario Kart 8 Gaming News. Wir wollen direkt mit dem Knüller beginnen. Ich habe einen neuen NX-Controller gesehen und er muss echt sein. Nee, Spaß, nur kleiner Scherz. Diese Woche gibt es ausnahmsweise mal keinen Controller. Allerdings kursieren andere Gerüchte herum, wie zum Beispiel, ja, NX startet mit einem neuen Super Mario-Titel, also einem neuen 3D-Mario, das sich wohl angeblich Mario Underground schimpft. Da soll es wohl so sein, dass, ja, unter dem Pilzkönigreich in der Erde so eine Art Gegenwelt besteht. Deswegen ja auch Underground. Und pipapo, ich will euch eigentlich gar nicht viel davon erzählen, denn es ist alles Bullshit. Zu 90%. Deswegen findet das hier auch keine ausführliche Erwähnung. Mir ist halt nur aufgefallen, dass sich mal wieder alle Medien drauf stürzen, um darüber zu berichten. Selbst wieder die Bild, aber wobei, da muss man sich nicht wundern, die Bild springt auf alles auf, um Klicks zu generieren. Die Quelle ist ein einfacher Reddit-User, also jemand wie du und ich. Ich kann mich da auch morgen anmelden und irgendeine Scheiße erzählen. Das ist einfach lächerlich. Haltlos, komplett haltlos. Genauso auch Nintendo Reach, dass das wohl der richtige Name von NX sei. Das ist alles Blödsinn. Glaubt nicht den Müll. Checkt immer die Quellen. Sobald sie einigermaßen glaubwürdig sind, dann nehme ich die auch auf. Aber einen solch kompletten Bullshit werde ich hier natürlich nicht benutzen. Nur um auch wieder irgendwas auf dem Thumbnail drauf zu haben. Ich hab mir andere Sachen rausgesucht, die aber stimmen. Zum Beispiel, ihr könnt euch ab sofort Jirachi herunterladen im Nintendo Network über Geheimgeschehen. Das Ganze funktioniert bis zum 24.04.2016. Dieses Jirachi ist auf Level 100. Die zweite Verteilung, die erste kam 2010, by the way. Und es trägt die seltene Beere namens Salka-Beere. Außerdem hat es die Attacken Wunschtraum, Konfusion und Erholung. Yay, coole Sache auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch einen neuen Star Fox Zero Trailer reinziehen, den ich euch verlinkt habe. Gar nicht schlecht. Und ich kann euch sagen, wann Sonic Boom Feuer und Eis erscheint. Da hat man nämlich jetzt endlich mal den Mund aufgemacht, wann es bei uns in Europa rauskommt. Es wird am 30. September 2016 erscheinen. Also falls da noch irgendjemand an Qualität glaubt, der kann sich das ja schon mal rot anstreichen im Kalender. Wobei es kaum schlimmer als Sonic Boom werden kann. Und ich glaube, der 3DS-Teil von Sonic Boom war ja zumindest noch akzeptabel. Also mal abwarten. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das spielen auf jeden Fall. Ab dem 30. So, was ihr aber fortan nicht mehr machen könnt, ist die Nintendo-Zone bei McDonald's besuchen. Ach stimmt, McDonald's kommt auf jeden Fall aufs Thumbnail. Das ist gut, ja. Die Nintendo-Zone wird nämlich geschlossen. Und das ist auch schon passiert. Nämlich seit dem ersten... Alter, was geht ab? What the hell, Mann? 1000 Treffer wieder. Ich hasse. Ja, noch ein Assi. Klar. Aber ich komme noch, ich sag's euch. Seit dem 1. April ist das Ganze geschlossen. Ist auch kein April-Scherz. Nintendo hat die Partnerschaft halt einfach beendet. Gründe sind nicht bekannt. Ich denke mal, das hat jetzt auch keinen wirklichen Grund. Das war vermutlich ohnehin nur von zeitlicher Dauer. Also von beschränkter Dauer, so wollte ich sagen. Können wir streichen auf jeden Fall. Gibt's nicht mehr. Für diejenigen, die nicht wussten, was es ist, man konnte bei McDonald's mit einem 3DS sich in so eine Nintendo-Zone einloggen und dann gab's immer so kleine Geschenke. Nicht der Rede wert. Und ich glaube, vielen hat das auch nicht gefallen. Vielleicht auch ein Grund, warum die Partnerschaft diesbezüglich jetzt beendet wurde. Ich freue mich trotzdem auf die nächsten Happy Meals mit Mario-Figuren. Gibt's ja immer mal wieder. Und die sind auch ganz lustig. Das ist nicht das Einzige, was geschlossen wird. Auch der DSi... Oh, schön. Jetzt kann ich aufholen. Muss ich auch auf 10. Also, 10. Platz gibt gar nicht. Komm, 8. muss noch drin sein oder so. Der DSi-Shop wird ebenfalls geschlossen. Allerdings erst am 31. März 2017. Rechtzeitig angekündigt, würde ich sagen. Und Platz 9 ist wirklich scheiße. 12 Punkte weg.
War aber auch ein unfaires Rennen. Auf jeden. Hier läuft es jetzt besser, ich spür's. Also ich hoff's, meine ich damit. Wie dem auch sei. Noch etwas schließt. Ja, heute ist der Tag der Schließungen. Und zwar die Spieleschmiede N-Space. Die haben ziemlich viele Call of Duty-Teile für Nintendo-Konsolen geportet, um genauer zu sein, für den Nintendo DS, soweit ich weiß. Und auch andere Spiele rausgebracht. Jetzt keine wirklich krassen Bekannten, aber doch einige. Schließlich bestand dieses Unternehmen seit 21 Jahren, aber jetzt ist Schluss, läuft nicht mehr. Schade, aber so ist der Lauf der Dinge, ne? Vielleicht sagen die euch ja was. Dann postet mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Oder habt ihr vielleicht Call of Duty mal auf dem DS gespielt? Wie muss sich das denn anfühlen? Irgendwie lustig, die Vorstellung. Jo, Mitomo ist endlich rausgekommen, nämlich am 31. März. Sicher haben es einige von euch schon runtergeladen. Denn Mitomo hat mittlerweile weltweit 3 Millionen Nutzer und das ist wirklich schon ein riesiger Erfolg. Schließlich kommt da weder Mario noch irgendeine andere krasse Marke von Nintendo vor, einfach nur die Mies. Und über 3 Millionen freut man sich natürlich derbe. Ist auch wirklich ein krasser Erfolg. In sämtlichen Ländern steht die App ganz oben in den Charts oder zumindest in den Top 5. Läuft bei Mitomo. Ich selbst habe es jetzt auch wieder ein bisschen intensiver gespielt, muss sagen, ja, ist auf jeden Fall für die kurzweilige Unterhaltung geeignet. Ah, oh, der war fies. Aber mehr halt auch nicht, ne? Man guckt da halt vielleicht einmal am Tag rein, abends oder so, in Mittagspause, was weiß ich. Dann ist es ganz chillig, aber ist natürlich nichts, womit du jetzt Stunden verbringst. Kann man machen, aber muss man jetzt nicht, finde ich. Und ich muss auch nicht hier so scheiße fahren. Oh Mann, war das eine dumme Idee. Ich wollte unbedingt nochmal ein Item haben, aber ich glaube, ich hätte lieber abkürzen sollen. Ich dödel. Habe ich es mir selbst wieder schwierig gemacht. Typisch. Technavio, das ist so ein Marktforschungsunternehmen, sagt, Nintendo hat im letzten Fiskaljahr 527 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von Trendsoftware gesteckt. Sprich NX, Quality of Life. Was aber momentan auf Eis liegt. Und Smartphone-Gedöns halt, ne? Alles, woran die gerade arbeiten. Alter, das ist eine Stange Geld. Selbst für Nintendo. Allerdings haben die auch 5 Milliarden Dollar eingenommen. Ja, ich finde es immer wieder witzig, wenn irgendwelche Journalisten schreiben, gerade in den letzten Jahren, OMG, Wii U läuft scheiße. Nintendo übelst in der Krise. Ja, nee, ist klar. Die haben mehr Geld auf dem Konto als einige Länder. Also wirklich, das ist immer wieder witzig. Nintendo ist noch lange nicht in der Kritik. Selbst wenn die noch 5 weitere Konsolen rausbringen, die so ein Fail werden wie die Wii U, können die sich immer noch sagen, yo, Swagger Boy läuft. Also ist einfach so. Deren Konto, und das ist ja nicht mal alles, was die haben, ne? Das ist nicht mal alles. Das ist nur. Ja, das hat der Kimishima unter dem Kissen. Weißt du? So ist es. Gut, Technavio behauptet übrigens auch, NX kommt definitiv 2016, also zumindest predikten die das. Und ihrer Meinung nach würden dann auch Sony und Microsoft im Jahre 2019 oder in den nächsten 4 Jahren nachziehen mit ihren Nachfolgekonsolen. Das ist ja eine sehr genaue Angabe. Kann man im Prinzip auch nichts drauf geben. Ich wollte es hier nur noch mal kurz erwähnt haben. Dass die das halt so analysiert haben. Nee, also wenn ihr mich fragt, es spricht vieles für einen Release in 2016, aber auch vieles dagegen. Da kann man jetzt so und so argumentieren. Wir müssen auf jeden Fall abwarten, bis da was bekannt gegeben wird. Und das wird ja wohl auf jeden Fall spätestens auf der E3 stattfinden. Und was hat der Blooper eigentlich gerade mit mir gemacht? Der hat mich total ausgebremst, Mann. Drecksack. So eine Schiebung hier. Ach, da gab es doch noch irgendein Gerücht. Stimmt. Aber es ist Bullshit. Stimmt, das ist Teil von diesem Reddit-User. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe hier mir gerade wieder irgendwas verwechselt.
Wir werden wahrscheinlich erst zur E3 mehr über NX erfahren. Aber eine große Enttäuschung gibt es trotzdem noch. Es hieß ja, dass am 3. April in dieser tollen japanischen Kinderfernsehserie, Fernsehshow, Pokenshi, erstes Footage zu Pokémon Sonne und Mond gezeigt wird oder zumindest irgendwelche coolen Informationen gedroppt werden. Ich habe mir den Scheiß live angesehen und Alter, da war das eine Zumutung. Was für eine Grütze. Also dagegen ist RTL ja wirklich Blockbuster. Also ein Sender, der Blockbuster in Dauerschleife sendet. Ich kläre euch gleich drüber auf. Will jetzt hier nicht über die Sendung im Allgemeinen reden, weil die war halt wirklich Müll. Muss euch leider sagen, es wurde nichts gezeigt. Gar nichts. Null. Die Entwickler saßen da, haben über irgendeinen Nonsens geredet. Und in einem Nebensatz hat Masuda bestätigt, hey, es wird übrigens mehr als 10 neue Pokémon geben. Jo, wow, krasse News, Alter. Aber irgendwelches Footage? Nö. Es wurden nur nochmal diese Konzeptarts eingeblendet, dann haben die da zwei Sätze zu gesagt und die wurden noch gefragt, hey, welche Edition würdet ihr eigentlich nehmen? Der eine hat, ich glaube, Omori war es, hat gesagt Moon und die anderen zwei Sun. Ja, und dann war die Sendung auch schon vorbei. Gab übrigens alle 5 Minuten, 2 Minuten Werbung, also mit Reis und Kindern und so Sachen. Ja, ich finde japanisches Fernsehen sehr gruselig. Vielleicht habe ich aber auch nur durch diese Sendung und die Werbung einen falschen Eindruck bekommen. Ich weiß es nicht. Die sind ja ganz cool, die Japaner, aber die Shows sollte man sich vielleicht nochmal genau angucken und überdenken. Ja, also in einem Satz, nichts Neues zu Pokémon Sonne und Mond, sorry Boys. Hab auch mit was gerechnet, beziehungsweise die ganze Welt hat mit was gerechnet. Vielleicht gab es wieder einen Übersetzungsfehler, ich weiß es nicht. Aber am 15., das steht nach wie vor, kommt die neue Korokoro raus und da wird man wohl wieder irgendwas erfahren. Allerdings, ich habe irgendwie im Gefühl, dass das auch nichts Großes wird. Ich weiß nicht wieso, aber diesmal habe ich echt im Gefühl, dass Game Freak bzw. die Pokémon Company abwarten will, oder Nintendo allgemein abwarten will, bis die E3 kommt und dass da dann erst der erste richtige Trailer kommt. Das wäre das erste Mal, soweit ich weiß. Aber ja, sag niemals nie. Und ich wusste, dass er mich damit trifft. Ich wusste es. Jesus Christ. So, kommen wir am Ende nochmal zu Pokémon Go. Da könnt ihr euch neues Gameplay anschauen. Nein. Mein Stern! Er ist weg. Egal. Das Rennen ist auch wieder hinüber, aber wurscht. Neues Gameplay der Beta angucken. Schaut ein bisschen lame aus irgendwie, finde ich. Auch grafisch. Aber man sieht natürlich, dass man seinen Trainer schön individualisieren kann. Und das mag ich. Ich habe aber noch weitere Fakten für euch, die aus der Beta-Phase stammen. Und das Ganze werde ich euch hier gleich nochmal auflisten. Das wär's dann auch schon wieder von dieser Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!